Sölden, eine Großgemeinde im Ötztal, 4.252 Einwohner, 15.000 Gästebetten. Mit über 2 Millionen Übernachtungen zählt Sölden nach Wien und Salzburg zu den drittgrößten Tourismusgemeinden in Österreich. Die meisten Übernachtungen sind im Winter. Es ist alles auf Wintersport zugeschnitten. Der frühere Charakter eines Bergbauerndorfes ist schon längst Vergangenheit. Das Ortsbild besteht hauptsächlich aus Hotels, Boutiquen, Sportgeschäften sowie Seilbahnen. Im Sommer gibt es auch große Events. Ein ganz bekannter davon ist der Ötztaler Radmarathon. Knappe 4000 Radler machen sich auf den Weg, vier große Alpenpässe zu befahren. Start und Ziel ist Sölden. Aber das ist nicht das, was wir, Angelika und Hagen, suchen. Schon eine kleine Weglänge von 300 Metern. Es versteht sich vertikal, verändert die Landschaft total. Hier oben gibt's keinen Massentourismus, keine Autos. Hier oben ist einfach nur Natur. Und nun hinein in die Zauberwelt Hochstubai. Zwieselstein liegt genau an der Teilung des Ötztals in das Fendertal und Gurglertal. Die Talhütte ist eine Alpenvereinshütte und gehört der Sektion Regensburg. Ein guter Anlaufpunkt und Stützpunkt für Touren in den Ötztaler Alpen und Hochstubai. Auch unsere Tour beginnt hier an der Talhütte. Wir laufen hinunter nach Sölden, um dort mit dem Linienbus zum Gasthof Fiegel zu fahren. Von hier laufen wir zunächst zur Siegerlandhütte, Tag 1. Weiter über Schwarzwandscharte zur Müllehütte, Tag 2. Von der Müllerhütte über Signalgipfel zum Becherhaus, Tag 3. Vom Becherhaus zur Teplitzer Hütte, Tag 4. Von der Teplitzer Hütte hinunter nach Mayen, Tag 5. Mit dem Linienbus fahren wir von Sölden zum Gasthaus Fiegel. Wir ersparen uns dadurch 2 Stunden Aufstieg. Dafür ist die Fahrt wild und abenteuerlich.
nun folgen wir den Weg 139 Gasthaus Fiedel Siegerlandhütte. Gute 3,5 Stunden benötigen wir von Gasthaus Fiedel zur Siegerlandhütte. Bestes Bergwetter ist für die nächsten Tage vorausgesagt und am Abend heitert es sogar schon ein bisschen auf. Die Siegerlandhütte ist ziemlich eng und kompakt gebaut. Das stört überhaupt nicht. Eine gute Hüttenatmosphäre kommt dadurch zur Geltung. Jetzt ist es da, das gute Wetter. Trotzdem haben wir ein kleines Problem. An den Nordwesthängen Richtung Windachschade befinden sich auf den Steinen und Felsplatten Frost. Dementsprechend ist unser Steigen bedacht und hoch konzentriert. Nun haben wir die Windachschade 2862 Meter erreicht und schauen noch einmal zurück zur Siegerlandhütte und auf der Südseite zum Schwarzsee, unser nächstes Ziel. Nach einer Pause am Schwarzsee verläuft unser Weg jetzt weiter Richtung Schwarzwandschade. Ist da oben die Schwarzwandschade, gell? Ein kleiner, namenloser See Richtung Schwarzwandschade. Hier befinden sich am Ufer große Wollgrasfelder.
Schwarzwandscharte, 3062 Meter. Nachdem wir unsere Orientierungspunkte festgelegt haben, machen wir uns fertig für den Übergang über den Übeltalfenner Richtung Müllerhütte. Übrigens, der Übeltalfenner ist der größte Fenner in Südtirol. Das ist dein Klongele. Da mache ich dich fest. Über den oberen Teil des Übeltalfenners verläuft die Route 2,2 Kilometer. Nun kommt unser Ziel so langsam ins Bild, die Müllerhütte, 3143 Meter. Nur noch wenige Schritte und unser Etappenziel für heute ist erreicht. Der Blick von der Müllerhütte reicht bis zu den Dolomiten. Die Schatten der Sonnenklarspitze und wilden Pfaff ziehen über dem Übeltalfenner hinauf zum Becherhaus. Am nächsten Morgen Frühstück auf der Müllerhütte. Wir machen uns gletschermäßig fertig, weil es geht heute Richtung Becherhaus. Direkt
Auf dem Gipfel des Bechers steht das Becherhaus, 3190 Meter. Nach einer kurzen Rast entscheidet Hagen noch zum Signalgipfel aufzusteigen. Geli kommt nicht mit, denn sie hat sich beim Abstieg von der Müllehütte leicht verletzt. Man folgt den Grat bis zum Gipfel. Er ist bestens mit Drahtseilen abgesichert. Vom Signalgipfel sind es noch maximal 15 Minuten bis zum Wilden Freiger. Unschwierig. Meine Tour endet hier am Signalgipfel, da ich den Wilden Freiger irgendwann mal mit Geli machen möchte. Trotzdem genieße ich zunächst erst einmal die Aussicht. Und die Aussicht kann sich sehen lassen. Trotzdem kann ich sagen, geh lieber auch mit mir am Signalgipfel, weil sie hat mich schweren Herzens gehen lassen. Sie wäre am liebsten mit mir mit. Und nun heißt es wieder absteigen zum Becherhaus. Geli kommt mir entgegen und schießt ein paar Fotos von mir. Jetzt gehen wir gemeinsam die faszinierende Weganlage hinauf zum Becherhaus. Hier oben im Becherhaus gibt's die höchstgelegenste Kapelle der Ostalpen und die besuchen wir jetzt einmal. Langsamer Tagesausklang. Wir blicken zum Wilden Pfaff und Zuckerhödel. Und der neue Tag bricht an. Siegerlandhütte, Müllerhütte und Becherhaus werden mit dem Hubschrauber beliefert. Selbst einfache Dinge wie Brennholz muss hochgeflogen werden.
Oft macht man sich keine Gedanken darüber, wenn man abends in der warmen Gaststube sitzt. Da will ich durchgehen. Das ist live. Jetzt beginnt unsere Tour 4. Wir steigen ab zur Teplitzer Hütte. Nicht nur das Becherhaus steht tollgrün auf dem Becher, sondern auch der Hüttenzustiegsweg ist hochinteressant. Ständig Drahtseile und ständig ist man am Klettern. Meiner Meinung nach ist das kein abgesicherter Steig mehr, sondern schon der leichte Übergang zum Klettersteig. Der Hüttenzustiegsweg führt über einen kleinen Gletscher, den man queren muss. Man kann ihn mittlerweile auch umgehen. Das machen wir. Wir blicken noch einmal zurück zum Signalbetrieb und Becherhaus. Und hier sehen wir schon unser heutiges Etappenziel, die Teplitzer Hütte. Die Teplitzer Hütte steht auf einem Felsvorsprung. Von hier aus blickt man hinunter ins Rittnauental Richtung Mayern. Wir genießen den Abend vor der Hütte und schauen noch einmal zurück auf unseren zurückgelegten Weg.
Am nächsten Morgen. Schlecht Wetter ist angekündigt. Schneefallgrenze unter 2000 Meter. Wir entscheiden abzusteigen Richtung Mayern. Langsam unsere Tage in der Zauberwelt Hochstubai zu Ende. Hier in Wittnauental hat es viel Wasser, so dass am Ende unseres Abstiegsweges ein tolles Klamm auf uns wartet. Das sogenannte Burkhardtsklamm.